Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin hier schon wieder mit Laptop unterwegs und stelle das mal an die Seite. Hier auf dem Prüfstand Audi A3 2 Liter TDI 140 PS. Mache ich jetzt aber kein großes Video zu. Hatten wir ja schon. Es kommt nachher noch ein 184 PSer und dazu machen wir dann mal ein kleines Video. Der bekommt jetzt auch erstmal eine Leistungssteigerung und heute die Autos bekommen beide die Leistungssteigerung TÜV eingetragen. Also wenn ihr einen 2 Liter Diesel habt, mit 150 oder 184 PS beispielsweise, was wir heute haben, bieten wir auch eine Leistungssteigerung mit TÜV-Eintragung natürlich an. Dazu könnt ihr euch einfach melden. Ich mache jetzt erstmal den A3 fertig und wir sehen uns gleich wieder in dem 2 Liter Diesel mit 184 PS. Ich meine, das wäre ein Skoda Octavia, der da kommt. Schauen wir uns gleich an und ihr seid dabei. Für euch jetzt. So, jetzt geht's auf die Autobahn, damit wir unsere wunderbare Kontrollmessung haben. Eingang 100, 200. Musste die Kamera jetzt hier vorne nehmen. Ich wollte eigentlich von der Seite filmen. Aber der Saugnapf hat keine Lust. Die Kamera fällt immer runter. Skoda Octavia, 2 Liter Diesel, 184 PS, Schalter. Also wir haben hier kein DSG, wir haben hier einen Schalter. Da wird noch ordentlich Hand gerissen. Bis gleich. Ja, Eingangsmessung 100, 200 gefahren und kontrolliert. Ich hätte echt gedacht, der wäre doch ein bisschen fixer, aber so ab circa 160, 170 geht dem Guten echt komplett die Puste aus. Wir haben jetzt eine Zeit von 31 etwas. Wir blenden es hier nochmal ein. Ich habe es ja auch mit der Draggy jetzt aufgenommen. Jetzt geht es erstmal zurück zur Firma zum Prüfstand. Und dann fangen wir unser Prozedere mal an. Auto habe ich schon ausgelesen. Ich zeige euch gleich am Computer auch nochmal, womit und wie ich das Auto lese. Ich habe nämlich soweit schon alles vorbereitet, dass wir da jetzt gleich zügig durchkommen. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich im Prüfstandsraum wieder. So, die Kamera mag mich heute einfach gar nicht. Der Halter will nirgendwo halten. Ich bin jetzt auf jeden Fall im Prüfstandsraum. Hab gerade auch schon hier abs mit meinem CMD das Ganze gelesen, das Auto. Ich mach mal eben meinen Laptop auf. Ips, da habe ich mein WinOS, da habe ich den Datenstand reingeladen, den Originalen. Hier sehe ich auch schon, da seht ihr zum Beispiel, wo ich meine Änderungen gemacht habe, beziehungsweise das sehe ich da auch. Ich lege das halt mit dem Original übereinander und sehe dann halt alle Änderungen. So kann ich dann von Änderung zu Änderung einfach springen letztendlich in den einzelnen Kennfeldern. Ja, ich werde das Auto jetzt mal aufspannen, damit wir erstmal eine Eingangsmessung machen. Besitzer ist mit seinem Kumpel, da der bei uns auch schon ewig Jahre Stammkunde ist. Der hat mit seinem letzten Auto über 600.000 Kilometer gefahren, war auch ein 2 Liter Diesel, hat den bei 180.000 gemacht, hat der jetzt 650.000 drauf und läuft und läuft und läuft. Ja, das freut einen natürlich und dementsprechend kommen die Kunden dann auch immer wieder. In diesem Fall ist er jetzt mit seinem Kumpel da. Ja, ich spanne auf, damit wir ein Ergebnis haben, was seine Serie kann. Das interessiert mich nämlich jetzt sehr. So, aufgespannt habe ich. Wir fahren die Eingangsmessung. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit ins Auto. PS soll er haben, läuft auch richtig gut. 186 PS und 385 Newtonmeter, da haben wir es. Ich habe das Auto wie gesagt ausgelesen, habe hier auch meine Änderungen gemacht, damit mache ich jetzt weiter. Da ist er, wunderbar, guck mal, mit Licht geht doch alles viel besser. Da habe ich jetzt meinen OBD-Stecker eingesteckt. Diese Datei ist mein Tuning, was ich schon gespeichert und geändert habe. Rot ist jetzt Batteriespannung. Von meinem Laptop ist nicht mehr die höchste, muss ich mal eben kontrollieren, und die Spannung vom Fahrzeug. So, jetzt habe ich das Auto hier mit unserem Ladegerät eben mit Strom versorgt. Der macht jetzt im Showroom-Modus ist das. Das heißt, als würde das Auto laufen, hat er jetzt durchgehend auf jeden Fall über 13 Volt Spannung die ganze Zeit, wird versorgt, selbst wenn die Verbraucher hier an sind, dass ich mir keine Sorgen mache. Und währenddessen kann man
man es erkennen? Ja, Laptop schreibt. Da haben wir meinen Finger da. Jetzt schreibt er die einzelnen Blöcke Motorsteuergerät. Wenn das dann gleich geschrieben ist, Zündung aus, Stecker raus, Fahrzeug starten und dann werden wir mal die ersten Messungen fahren und gegebenenfalls dann halt entsprechend noch einzelne Kennfelder anpacken, korrigieren, weil war schon eben die Frage, wie viel PS hat er Serie? Die laufen Serie schon so unterschiedlich. Zwischen 175 und 195 PS habe ich da schon fast alles eigentlich gemessen. Und dementsprechend ist es mit der Ausgangsleistung ja halt auch so, dass man da bei dem einen ein bisschen mehr hat, bei dem anderen weniger. Wir schauen mal, wie der Gute jetzt gleich hier läuft, wenn wir unser Tuning fertig haben. Ich lasse das Auto mal eben schreiben, trinke in der Zwischenzeit einen Schluck und ihr bleibt dran, weil dann geht ja sofort weiter mit unseren Messungen auf dem Prüfstand. Jo, es geht weiter. Software ist aufgespielt. Starte das Fahrzeug, gucken, dass er angeht. Schon mal gut. Ja, lachen viele, wenn da ein Fehler drin ist oder ich im falschen Bereich irgendwo Änderungen gemacht habe, sei es Codierung oder so, dann kann man mal schnell das Problem haben, dass so ein Fahrzeug nicht startet. Das wäre natürlich dann fatal. Aber das machen wir natürlich nicht, der läuft. Dementsprechend machen wir jetzt mal oder werde ich ein paar Messungen fahren. Und wenn ich dann gleich das Ausgangsergebnis habe, dann zeige ich euch das direkt. Gerade noch ein bisschen mit den Kunden gesprochen, wollten die Messung ja auch einmal sehen, weil der eine Gute, dem das Auto gehört, der hat das halt noch nie gesehen, wie das Ganze passiert, während der Stefan ja schon öfters hier war. Ist soweit fertig, ist happy, jetzt geht's auf der Bahn gleich sofort. Die 100, 200 nachher interessiert mich mal. Wir haben jetzt eine Leistungssteigerung von 30 PS und 60 Newtonmeter Drehmoment. Wir haben etwas über 440 Newtonmeter zu den 382 vorher. Dementsprechend genau, haben etwas über 60 Newtonmeter Drehmoment mehr. Ich spanne das Auto jetzt ab und ab auf die Bahn, würde ich sagen. Aber nicht vergessen, das Diagramm noch drucken, weil das bekommt der Kunde natürlich mit in unserer BBM-Mappe. Es macht richtig Spaß zu fahren. Du trittst halt rein und bei 3000 Touren legt der nochmal Kohle nach. Der zieht bis Ende Drehzahl durch. Jetzt auch wenn ich gucke, irgendwie ich roll gerade bei 2200 Touren. Und der hört nicht auf zu ziehen, oben raus einfach. Der drückt komplett durchgehend, wäre es vorher so, Schub und dann, ja, gemacht. Es macht richtig, richtig Spaß jetzt zu fahren. Also jetzt kann man auch bedenkenlos mal ein Auto oder ein LKW überholen und muss keine Sorgen haben, dass Leistung fehlt. Wobei Serie hat er jetzt ja auch nicht wenig. Aber jetzt ist es für mein Empfinden so, wie das Auto fahren sollte. Macht auf jeden Fall einen Heidenspaß. Den zweiten Gang, den könnt ihr direkt vergessen, den braucht man nicht mehr, weil da drehen die Räder einfach zu viel, weil wir haben hier kein Allrad nämlich. Ja, geil! Umso gespannter die 100-200 Zeit jetzt gleich. Da bin ich richtig neugierig. Ich würde mal so 5 bis 6 Sekunden schätzen. Schauen wir mal. Wahnsinn! Also ich hätte echt viel getippt. Aber damit absolut gar nicht, was der Hobel rennt. Wir hatten Eingang eine 31,1 etwas. Und jetzt können wir es auch nochmal einblenden. Haben wir eine 22,55, also fast 9 Sekunden schneller von 100 auf 200. Also jeder kann jetzt mal bis 9 zählen. Ne? Das ist krass, also richtig übelst genial. Ja, der Skoda ist jetzt auf jeden Fall fertig. Gut 9 Sekunden. Kunde ist super happy, freut sich. Das wird auf jeden Fall richtig Laune machen. Und ein bisschen Spaß hatten wir gerade auch noch, weil das Auto ist halt ein bisschen sehr schmutzig von innen. Ich wollte dein Auto, eigentlich sauge ich ein Auto immer aus, aber ich mache heute um 16 Uhr Feierabend. Das ist jetzt kurz nach 1. Ich wollte pünktlich weg heute. Ja, in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen weiteren Tag. Fertig, damit der Kunde dann auch nach Hause fahren kann. Er freut sich nämlich schon wahrscheinlich und kann es kaum noch abwarten.